sagen wir guten Morgen, oder? Später, guten Morgen. Wir sind im Tessin gelandet, vor ein paar Tagen, vor ein paar Stunden haben wir noch bis daher Dörfschnee gehabt. Ja, also, das stimmt. Unterkante Obernippel, oder? Ja, Dörfschnee halt. Richtig viel Schnee. Und die Acherfahrt war echt total entspannt, schneemäßig, außer es hat sich in Mailand ein bisschen gestaut mit dem Verkehr. Da ist eine super Location bei der Kirche rum, man sieht da gleich mal aufs Dörfchen und so, total tiefenentspannt. Echt super sauber halt. Und das Wetter, ja, nur noch Bombe. Wetterbericht, wir bleiben jetzt 8 Tage da, voraussichtlich, vielleicht verlängern wir noch. Und er sagt jetzt wirklich jeden Tag, ja. Top-Wetter. Ah, sicher, ich glaube es jetzt nicht ganz, irgendwann wird schon was kommen. Aber derweil. Es wird Schnee. Damit ging es für die beiden dann auch tatsächlich los. Erstmal durch ein paar Teerstraßen, dann werden die Gässchen immer schmaler und dann geht es irgendwann gemütlich auf Teerstraße und später eben auf Trail bergauf. Gerade wenn es so ein bisschen Trail-Uphill ist zwischendrin, dann ist es natürlich immer super angenehm mit dem E-Bike. Das macht voll den Unterschied, weil man einfach Passagen, wo man sonst schon schieben muss, noch fahren kann. Und dementsprechend versuchen wir eben, die Touren so zu planen, dass wenn ein bisschen oder zumindest ein bisschen mehr fahrbarer Trail-Uphill drin ist, dann versuchen wir es mit dem E-Bike zu legen. Wenn natürlich der Trail bergauf so schwer ist, dass man tragen muss, versuchen wir es mit dem Bio-Bike zu machen. So, bergheil kann man sagen, oder? Bergheil. Wir haben es geschafft. Wir haben vor lauter Quatschen und Essen gar nicht mehr die Jausen gefilmt. Heute hat es mal bei uns gegeben, bei mir Salami geben mit Brot und bei dir? Olivenfeta, also Brot mit... Ja, mit nichts Käse. Käse. Eigentlich immer das Gleiche. Ja. Ja, ist das einfachste am Berg und ein haufenweise Riegel. Nichtsdestotrotz, wir haben gar nicht so viel Quatsch. Da schaut euch einmal das Panorama an, was man da oben hat. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und wenn man da rausschaut, sieht man erst einmal, was da für ein Dunst draußen liegt. Da hinten ist Mailand da draußen. Also da ist echt voll der Dunst und die geht am Viecher. Jetzt kann ich Schuhe, jetzt komme ich gar nicht mehr ganz fische. Ja. Ich habe mir nur rausgefunden, dass mein Säule nicht mehr drin ist. Geil. Ja, da sieht man da umme, noch ich komme umme. Oh, zwischen die Reihenluche. Echt süß. Also wirklich krass. Da hinten sieht es bis zur Dufa-Spitze sogar. Großes Kino. Wir sind knapp auf 1700 herum. Da ist Staatsgrenze Italien, Schweiz. Und jetzt sind wir auf italienischer Seite, dann sind wir wieder auf Schweizer Seite. Also ein bisschen so, heute sind wir ganz schön mal dumm gekommen. Und ich bin immer noch fasziniert von der Gastfreundschaft von den Schweizer, weil mir sind aufgefallen und ich habe gar nicht mehr aufgedacht, dass ich unten in Lugano auf der Zwora eine Vignette brauche. Und dann hat der uns gleich gesagt, ja, es habt keine Vignette, das wäre dann nicht. Und dann habe ich gesagt, ich fahre gleich an, sag, es geht jetzt immer. Dann hat er uns noch mal umdrehen lassen bei Dings und sind wir normal über die Bundesstraße eingefahren, weil für uns sie eine Vignette gar nicht rentiert hat für die paar Meter. Und echt coole Sache, muss ich sagen. Voll nett, echt. Total nett, ja. Nochmal. Natürlich klappt auch beim Martin nicht immer alles auf den ersten Anhieb. Wobei für die Filme, da macht er sich meistens nicht die Mühe, alles Mögliche doppelt zu machen. Für die Fotos eventuell schon. Da wird ihm jetzt so ein bisschen der Gipfel-Ehrgeiz gepackt haben, weil es ist natürlich schon cool, mit einem guten Move zu starten. Und da lohnt es sich manchmal auch, nochmal hochzuschieben. Das ist übrigens auch ein Tipp von uns an euch. Wenn irgendeine Passage nicht klappt und ihr euch aber eigentlich wohlgefühlt hättet, dann probiert es auf jeden Fall nochmal aus, weil manchmal braucht man auch 3, 4, 5 Anläufe und auf einmal klappt es dann. Und das Witzige ist, wenn es dann mal geklappt hat, dann klappt es meistens, wenn man das wiederholt. Also wenn man mal wieder auf dem Trail ist, auch wieder. Und wohingegen, wenn man es eben nicht geschafft hat, dann geht man schon mit diesem blöden Gefühl wieder ran. Ah, das habe ich damals auch nicht geschafft. Dann wird es vermutlich leider auch wieder nicht klappen. Und von dem her lohnt sich das, tricky Passagen noch und noch mal zu fahren. Wie geil ist das? Da unten, ne? Fast ganz am Gipfel herum ist einfach die Haltestelle oder halt, ja, von Zug oder von der Bahn, was da rauffährt. Ja, das ist einfach nur noch geil. Da oben ist der Gipfel, wo wir zuerst waren. Und da unten ist einfach die Haltestelle, bis da rauffährt. Wie geil ist das? Die fährt heute aber nicht, weil die richten es her. Ich glaube, das dauert nur länger, aber die machen das voll schön. Also da liegt kein Stau auf der Schiene, sondern das ist Wahnsinn, wunderschön. Auch im Tessin sieht man, es ist noch früh im Jahr. Das ist jetzt eben die Woche vor Ostern. Und es liegt doch noch einiges an Schnee in höheren Regionen und eben da, wo es so ein bisschen reingeschoben worden ist. Beim Weg ist ja immer das Problem, da
schiebt der Schnee rein und füllt den Weg natürlich auf und dementsprechend bleibt er dann umso länger liegen. Aber wie ihr seht, das ist schon alles gut machbar. Die paar Passagen im Schnee drin sind ja auch immer witzig, solange es nicht zu kalt ist. Und auch bei Martin und Vicky war es schon richtig schön warm. Und im unteren Bereich ist dann auch alles schneefrei und super, super trocken. Der Trail sieht wirklich richtig spaßig aus. Ich blende euch jetzt gleich mal Musik ein, weil zu viel kann ich euch dazu ja eh nicht erzählen. Aber ich kann euch nur sagen, dranbleiben lohnt sich, denn da kommt noch einiges an Fahrspaß. Seht ihr noch? Bella Vista, schaut euch das an. Es ist zwar ein bisschen ein Dunstdecher zu hoch, aber Hammer einfach. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und da hinten fahren wir dann um und da ist dann unsere Unterkunft noch. Und wir haben jetzt ewig viel Trail. Also es war jetzt schon ein so langes Stück da. Es war brutal. Ja, geil. Richtig flowig. Und super zum Kennenlernen der Berge. Also man kann gleich checken, wie hoch die Schneelog ist und wie es ausschaut und alles, und kriegt voll den Eindruck von der Gegend. Echt eine super Sache. Werden wir natürlich im Blog auch veröffentlichen denn und auf Komoot. Mhm. Und ja, jetzt müssen wir jetzt schauen, dass wir da noch eine gute Variante finden. Schau mal, links auf.
Anleger, da hätte meine springen müssen. Ja. 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 Der Trail ist zu Ende und jetzt gibt es noch ein paar coole Gassen für euch. Wer ganz gut aufpasst, der wird zum Schluss eine Brücke erkennen, die am Anfang auch schon eingeblendet worden ist. So schließt sich der Kreis. Das war Tag 1 von 8. Die anderen 7 Tage folgen natürlich auch noch. Wieder einschalten lohnt sich also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!